Wir heute alle auch bei feuchtkalter Witterung nach oben gekommen sind. Bereits über 100 Menschen haben sich jetzt versammelt. Ein ganz herzliches Willkommen aber auch an unsere tschechischen Friedensfreundinnen und Friedensfreunde mit Jaromír Količek, die jährlich auch hier Ansbach besuchen. Frieden statt Aufrüstung, Trumps Kriegsbasen schließen heißt das diesjährige Motto. Und deswegen ist es richtig und wichtig, am Ostermarsch nicht nur unten in der Stadt zu sein, sondern auch hier hochzukommen an die Kaserne in Karabach. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen hier aus vier Gründen, aus vier Hauptgründen. Es geht erstens um unsere Gesundheit, um unsere Umwelt. Ich meine, ihr bekommt es mit, das ganze Land ist diskutiert über Dieselfahrverbote. Aber wir in Ansbach wissen, dass die US-Kampfhubschrauber unsere Luft stärker verpesten als der komplette Fahrzeugbestand, der in der Stadt Ansbach angemeldet ist. Und 100 Dreckschleudern der US-Armee über unsere Köpfe fliegen zu lassen, es ist absolut inakzeptabel. Die Verseuchung unserer Böden und Gewässer durch die US-Armee mit PFC-Chemikalien ist die großflächigste Umweltzerstörung in der Region. Fakt ist, das US-Militär ist Klimakiller Nummer 1 in unserer Region. Zweitens, es geht um Gleichberechtigung. Die Karabacher Kampfkommandanten haben selbst zugegeben, in ihrer Heimat gilt ein Überflugverbot von Wohngebieten. Gleichzeitig sagen sie, hier in Ansbach und im Umland, das geht nicht, das machen wir einfach nicht. Und liebe Freunde und Freunde, seit neun Jahren kämpft die Stadt Ansbach per einstimmigen Stadtratsbeschluss für eben dieses Überflugverbot von Wohngebieten. Und dann kommt die US-Armee hin und sagt im Halbsatz, bei uns geht's, bei euch machen wir es nicht. Und dann wissen wir auch, warum die US-Armee da sind, weil hier eben die Flugbestimmungen laxer sind in ihre Heimat. Und wir wissen ganz genau, dieser Zielkonflikt, er ist nicht lösbar. Die Stadt Ansbach, die Oberbürgermeisterin, spricht ja von Stapeln, von Aktenordnern, die sich in ihren Büros türmen. Das ist richtig. Kein Millimeter hat sich die US-Armee oder auch der deutsche Gesetzgeber auf die Menschen in Ansbach und der Region zubewegt. Und deswegen muss man langsam dran kommen, diesen Zielkonflikt zu lösen. Und zwar nicht im Sinne, und zwar im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Und das heißt eben nicht Wegzug der Bevölkerung, sondern es heißt ganz klar Abzug der US-Kampfhubschrauber aus Ansbach. Und drittens, sicherlich geht's heute auch um Krieg oder Frieden. Und es ist ja nicht so, dass nur Kommunalpolitiker von der US-Armee in Kampfhubschraubern rumgeflogen waren. Man könnte zwar den Eindruck gewinnen, wenn man die letzten Wochen die Medien verfolgt haben, aber nein, hier war und ist eine Drehscheibe für die verheerenden Kriege im Irak, in Afghanistan, in Libyen und in vielen, vielen anderen Ländern. Und was diese Kriege ergeben haben, das ist ja nicht mehr Sicherheit, nicht mehr Frieden, sondern es ist verbrannte Erde und es sind Millionen Flüchtlinge, die aufgrund dieser Kriege in der ganzen Welt unterwegs sind. Und wenn in Ansbach jemand sagt, naja, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, dann sage ich ganz klar, wer Fluchtursachen in Ansbach bekämpfen will, der muss diese Basis schließen, liebe Freundinnen und Freunde. Yeah. Und wir erleben ja derzeit in diesen Tagen die Eskalationsspirale zwischen Washington und Moskau. Und wenn es ernst werden soll, dann sind wir in Ansbach nicht nur dabei, sondern wir sind mittendrin. Und unsere Region darf nicht länger Spielball von Irren im Oval Office sein. Unser Kontinent muss für eine eigenständige Friedenspolitik arbeiten, anstatt Trump, Putin oder Erdogan hinterherzulaufen. Wir brauchen eine europäische Emanzipation von den USA statt US-Aufrüstung in Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Viertens und letztens, es geht um die Zukunft unserer Stadt und Region. Anstatt Jahr für Jahr über 100 Millionen Euro Steuergelder für die US-Stationierung zu verbrennen, ist dieses Geld viel besser für die zivile Umnutzung angelegt. Bezahlbare Wohnungen, attraktive Gewerbefläche ohne zusätzlichen Flächenverbrauch können so entstehen. Das hat auch der Ansbacher Stadtrat erkannt. Einstimmig sprach er sich vor über einem Jahr für die Erweiterung der Hochschule auf dem Gelände der Bartenkaserne im Stadtsüden aus. Passiert ist seitdem nichts. Der Grund? Das US-Militär verweigert Voruntersuchungen mit Blick auf die Altlasten. Und liebe Freundinnen und Freunde, sowas hat nichts mehr mit guter Nachbarschaft zu tun,
das zeugt vielmehr von einer tradierten Besatzermentalität. Und diese vier Punkte zeigen ganz klar, das US-Militär betrachtet sich als Staat im Staate oder eben als Stadt in der Stadt und es glaubt, bei uns machen zu können, was es will. Und deswegen müssen wir in aller Ruhe, aber auch in aller Deutlichkeit feststellen, das US-Militär gehört nicht zu Ansbach, liebe Freundinnen und Freunde. Hier oben ist ja auch immer Platz, um die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner zu Wort zu kommen zu lassen. Heute Karsten Mach und Michael Beuker. Zuvor möchten wir aber auch dem Jaromir Kolitschek die Möglichkeit für ein Grußwort einräumen. Vielen Dank. Liebe Freunde, vážení přátelé, wir sind heute zu 48 gekommen, aus nämlich viele. Letos nás přijelo 48, významně více než jindy. Wir begrüßen immer Ihnen für Ihre Hilfe die Pläne von amerikanischen Besatzungstruppen in Mitteleuropa zu verbreiten, zu böhmen. Chceme vám poděkovat, že jste podpořili naše úsilí, abychom nedovolili americkým vojákům, aby se usadili také u nás, v Čechách. Wir Tschechen fordern weg mit dem amerikanischen Schmutz aus Zentraleuropa. My Češi hlásáme pryč s americkou špínou ze střední Evropy. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Jaromir Kolitschek, für deine Worte. Und nun bitte ich als Vertreterin vom Ansbacher Stadtteil Ober-Eichenbach die Karsten Mach ans Mikrofon. Hallo, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ansbacher Ostermarsches, liebe Freunde. Viele Ansbacher Bürger und Bürgerinnen sind durch den täglichen Feinstaub und Lärmemissionen durch die Kampfhubschrauber der US-Armee in Katterbach hilflos ausgesetzt. Diese schränken uns nicht nur in unserer Lebensqualität ein, sondern sie dienen auch gefährlichen Kriegsvorbereitungen der USA für weltweite Kriege. Wir Menschen in der Region hier sind virtuelle Ziele, an denen die US-Armee mit ihren Kampfhubschraubern übt. Scheinangriffe auf unsere Häuser, Verfolgungen mit Kampfhubschraubern bei Spaziergängen, Angriffe auf Reiter mit ihren Pferden sind bei uns keine Seltenheit. Laut Oberst Kenneth Cole der 12. Heeresfliegerbrigade in Ansbach-Katterbach ist es unmöglich, bewohntes Gebiet nicht zu überfliegen. So erläuterte er kürzlich in einem Interview mit der FLZ, dass es für die Ausbildung erforderlich sei, unter wirklichkeitsgetreuen Bedingungen zu arbeiten. Deshalb seien auch Nachtübungen mit Nachtsehhilfen in kompletter Dunkelheit nötig. In den USA dagegen ist dies laut seinen Aussagen so nicht erlaubt. Dort müssen Mindestabstände zu Wohngebieten eingehalten werden. Auch ein Überfliegen von Ortschaften ist verboten. Bei uns geschieht dies alles mit Genehmigung der Bundesregierung. Täglich werden wir mit Hunderten von tiefen Überflügen über unsere Wohnhäuser terrorisiert. Die Kampfhubschrauber der US-Armee dürfen von 7 Uhr bis 24 Uhr und in den Sommermonaten Mai bis August sogar bis 2 Uhr nachts fliegen. An Schlaf ist da nicht mehr zu denken. Schäden wie Bluthochdruck, Herzinfarkte und Schlaganfälle sind laut einer Studie der Universitätsklinik Mainz vorprogrammiert. Besonders der nächtliche Fluglärm macht krank. Bei Kindern kann es zu Entwicklungsschäden kommen. Diese Kriegsübungen bedeuten für uns Menschen in Westmittelfranken aber nicht nur eine Schädigung durch den krankmachenden Lärm, sondern noch zusätzlich eine massive Umweltverschmutzung und Luftverpestung. Rund 2000 Stunden pro Monat will die Army hier mit über 100 Kampfhubschraubern fliegen.
Ein einziger Hubschrauber verbraucht pro Stunde über 1000 Liter hochgiftiges, krebserregendes JP8-Kerosin. Das bedeutet eine Verbrennung von mehreren tausend Litern dieses hochgiftigen Flugbenzins Monat für Monat über unseren Köpfen. Wir haben deshalb in Westmittelfranken eine enorme Luftverschmutzung durch hohe Feinstaubemissionen, die durch die Kampfhubschrauber ausgestoßen werden. Und das ohne Katalysator. Auch eine Vergiftung von unseren Gewässern und Böden durch PFC in der Nähe der Kaserne zerstört unsere Umwelt. Dieses PFC wurde auch schon in Hühnereiern und Fischen in der näheren Umgebung nachgewiesen. Die Bürgerinitiative Etzlangt fordert deshalb Überflugverbot von Wohngebieten, Nachtflugverbot, Abzug der US-Armee aus Mittelfranken, Frieden statt Aufrüstung. Es darf kein Krieg von deutschem Boden aus mehr gehen. Machen wir uns nicht länger mitschuldig. In diesem Sinne wünsche ich noch allen ein friedliches Osterfest. Ja, liebe Kerstin, vielen Dank für deine Worte. Und jetzt spricht ein Ex-Urfersheimer zu uns. Er hat lange neben der US-Militärbasis Illesheim gewohnt und ist jetzt Neuansbacher, wohnt aber auf der anderen Seite der Stadt. Und du kannst vielleicht über deine Geschichte erzählen, wie es dazu kam und welche Belastungen da die Rolle gespielt haben. Ja, danke, Boris. Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, wie es der Boris schon angedeutet hat, bin ich jetzt Ansbacher. Ich wohne ganz am Ende vom Dombachtal, da bekomme ich relativ wenig von den Hubschraubern mit. Ich sehe sie natürlich, aber sie sind immer in meinem Kopf und sie werden immer in meinem Herz bleiben. Aber auf eine ganz andere Art. In Urfersheim habe ich gewohnt. Urfersheim ist ein kleines Dorf, genau am Ende des Flugfelds, des Stützpunkts in Illesheim. Ich habe gerade gesehen, meine ehemaligen Vermieter Holger und Marion sind gekommen. Hallo zusammen. Die haben mir damals, ich war gerade in einer prekären Situation, dringend eine Wohnung gebraucht, gesagt, Mensch, wir haben was frei. Schaust da an. Und ich habe gedacht, oh, gute Wohnung, isoliert, neu, modernisiert, ungefähr doppelte Größe, vergleichbar mit Ansbacher Wohnraum für den gleichen Preis. Ich habe aber gewusst, welchen Preis ich zahle, nämlich die Hubschrauber. In den ersten Ferien, wie ich da gewohnt habe, kam mein Sohn zu Besuch. Papa, in den Ferien komme ich nicht mehr zu dir, da kann ich ja nicht schlafen. Nicht nur mein Sohn konnte nicht schlafen, auch ich konnte schnell nicht mehr schlafen. Überflüge direkt übers Dorf, über unser Haus in der Höhe von 30, 40, 50 Metern waren dort keine Seltenheit. Und ich kann diese Höhen zwischen 30 und 50 Metern sehr gut schätzen. Ich habe eine Zeit lang im Gartenbau Problembaufällungen gemacht und da muss man die Höhe von Bäumen gut einschätzen, bevor man sie umschmeißt, weil man weiß, wie weit sie auf der Straße runterkommen. Die Piloten waren in der Kanzel zu erkennen und die sind ständig über uns drüber gedonnert. Schlaf war eigentlich kaum drin und in dem Zustand ohne Schlaf geht man dann tagtäglich auf die Arbeit. Ich arbeite in der Behindertenhilfe in Bad Windsheim und habe einen durchaus verantwortlichen Job, aber manchmal war man da einfach am Ende seiner Kräfte. Und es ist ja nicht so, wenn der letzte Hubschrauber heimkehrt, dass man sofort einschlafen kann. Nein, man ist voller Adrenalin, man ist voller Wut, voller Aggression und voller Zorn und kann da einfach nicht abschalten. Zusätzlich zu dem wahrnehmbaren Lärm, der unerträglich dort ist, kommt noch der Infraschall. Der geht einfach durch die Gebäude durch, der geht in den Körper rein. Der macht krank. Was mich weiterhin dort sehr beeindruckt hat, war der Feinstaub. Mein Balkon, den ich hatte, der ging Richtung Westen. Keine Industrieansiedlung, nichts dort, außer die Hubschrauber. Der Balkon war überdacht, aber regelmäßig hatte ich dort eine schwarze Schicht. Feinstaub, Ruß. Und wie vielleicht einige von euch wissen, hat unsere Bürgerinitiative ein Feinstaubmessgerät, das im Gegensatz zu den Feinstaubmessgeräten, die an den Straßen stehen, nicht das Gewicht der Partikel misst, sondern auch die Partikelgröße scannt. Es sind Partikelgrößen von 0,3 Nanometern. Der Dreck ist nicht nur lungengängig, geht bis in die tiefsten Tiefen unserer Lungen, der geht direkt in unsere Zellen, der ist zellgängig. Was das bedeutet, kann man sich denken. Noch dazu ist die Bad Windsheimer Bucht und die Anhöhe zur Fränkischen Alb geprägt von einer landwirtschaftlichen Region. Dort findet Obstanbau statt, Streuobstwiesen. Firmen, die ich heute nicht namentlich nennen mag, beziehen dort ihr Obst her, um Obstbrände, um Liköre, um Saft zu gewinnen. Einheimische Produkte. Daneben findet auch Biolandbau statt. Biobauern grenzen direkt an diese Gebiete an.
Also von diesen Biobauern kann ich leider guten Gewissens kein Gemüse kaufen, weil ich weiß, dass es verseucht ist. Wenn es bei Menschen zellgängig ist, ist es das auch im Getreide, in den Ackerfrüchten, im Gemüse und in allem. Eigentlich kann man davon ausgehen, dass die ganze Gegend großflächig verseucht ist. Dieser Terror muss enden. In Illesheim haben wir in der Gemeinde einen militärgeilen Bürgermeister, den Herrn Förster, der sich alternativlos an die Amerikaner klammert. Sein Motto lautet: lieber den amerikanischen Adler in der Hand als die Friedenstaube auf dem Dach. Dieser Herr Förster greift gezielt einzelne Bürgerinnen und Bürger an, bezeichnet sie als Extremisten. In seinem Gemeindeblatt diffamiert er und sorgt für Spaltung der Bevölkerung. Diese Bürgermeister, diese Kommunalpolitiker, die sich so ans Militär klammern, die sollen das nächste Mal in den Hubschraubern einsteigen, verschwinden und nie mehr kommen. Das sind die kleinen Kriegsgewinner, die auf Kosten aller, auf Kosten unserer Gesundheit, auf Kosten unserer Kinder ihre Gewinne machen. Scheiß auf diesen Kapitalismus, der uns alle in den Untergang führt. In diesem Sinne, friedliche Ostern, Frieden und Freiheit. Schluss mit den Amerikanern. Ja, lieber Michael, vielen Dank für diese deutlichen Worte. Ich denke, es war auch hier oben wieder ein ganz klares Signal. Wir streiten weiter für eine zivile Zukunft, für eine Umnutzung dieser US-Basen, für unsere Kinder und Kindeskinder, weil ich glaube, wir haben ja heute 60 Jahre Ostermarsch. 1958 war der erste Ostermarsch, damals in Großbritannien. Die ersten Ostermärsche waren hier 1960, 1961. Wir veranstalten das jetzt zum 12. Mal in Folge und ich denke, wir haben ein Stück weit wirklich ein Umdenken erreicht hier in Stadt und Region. Aber ich glaube, wir müssen noch ein Stück weiter arbeiten, um wirklich das Ziel zu erreichen, dass wir eben von Ansbacher Boden her prosperierende Gewerbeflächen, bezahlbaren Wohnraum und nicht mehr Kriegsvorbereitungen haben. In dem Sinne, nehmt bitte noch teil am Ostermarsch in Ansbach in der Innenstadt. Er startet um 15 Uhr am Martin-Luther-Platz. Ansonsten herzlichen Dank, dass ihr hier oben auch dabei wart. Und falls ich euch nicht mehr sehe, friedvolle und frohe Ostern euch allen. Oh, also,